So, meine Lieben, wie ihr wisst, mache ich ja zwischendrin ein paar Reactions auf ältere Sachen, wilde Kerle, Filme, Musik, was auch immer ich so in den letzten Jahren gemacht habe oder aber auch für zukünftige Projekte. Und ich habe lange überlegt, ob ich darauf eine Reaction mache oder nicht, aber ich denke, viele hätten da Bock drauf, das zu sehen, aber irgendwie habe ich auch das Bedürfnis, das jetzt einfach mal anzugucken und auch ein paar Sachen zu sagen und auch vielleicht gerade zurück. Ja, weil es werden sehr viele Sachen behauptet und so weiter und so fort. Und die erste Folge ist jetzt auf YouTube. Ich muss gucken, kann sein, dass wenn ich das hier hochlade, dass das, was ich angucke, geblurrt ist. Es ist einfach wegen Copyright und so weiter. Und ich werde den Sound aber laufen lassen im Hintergrund und mich werdet ihr auch sehen. Ich bin jetzt gerade unterwegs, weil ich jetzt gerade Proben habe für die Passion. Hier. Arbeite ja nicht. Mhm. Auf jeden Fall gerade zu tun, weil es gerade kam da von Proben. Wir haben 23 Uhr, die Folge kam halt raus und deswegen werde ich jetzt angucken, die erste Folge der dritten Staffel von dieser Ochsenknechts. Es wird, glaube ich, für mich echt ein bisschen ätzend nervig sein, aber ich gebe euch dann einfach mal ehrliches Feedback. Ich bin hier, wie gesagt, unterwegs, deswegen mein Setup ist jetzt gerade nicht so professionell wie zu Hause. Ich habe ein bisschen Erbarmen und dann gucken wir mal, was die Leute da so zu sagen haben. Die Leute, der eine Teil von meiner Familie und ja, was ich dann auch zu sagen. Let's go. Ich hoffe, die Qualität passt so, auch vom Sound her. Mai 2023. Ich muss mir das auch angucken, weil es einfach, wie gesagt, sehr viel erzählt wurde und gesagt wurde über mich. Und ich daraus aus den Medien erfahre momentan. Ja, also Sky hat mir noch nicht mal, oder der Sender hat mir nicht mal die erste Folge gegeben, um diese anzugucken, um dann irgendwie, ja, meine Meinung dazu zu äußern oder irgendwas dazu zu sagen, sondern es wird direkt ein Presserelease gemacht, wo dann die Folge gezeigt wurde. Und darüber habe ich dann eben gewisse Dinge erfahren, die nicht cool waren und die auch so nicht stimmen und gestimmt haben. Und deswegen dachte ich mir, ich ziehe mir das jetzt nochmal rein. Okay, wer muss vorbei? In dieser Staffel. Bin mal gespannt. Ey, yo, ihr Motherfucker, wir sind wieder back, bitch. Es wird definitiv ein wildes Jahr werden. Immer Vollgas. Halbgas gibt's gar nicht. Dieses Jahr wird eines der krassesten Jahre überhaupt. Mal gucken, wo die Reise hingeht in den nächsten Monaten. Es wird wie immer turbulent. Bei uns in der Familie geht's auf jeden Fall ab. Ich treffe die Lara, eine Agentin. Bist du bereit für L.A., für Hollywood? Das laufende Jahr ist definitiv das härteste. Heute ist der wichtigste Termin, den Natascha beruflich hier hat. Wir sind überall deine Fans. Ja, was? Wir proben für unsere Reise nach Italien. Es wird ein Abenteuer. Achso, ja, Jimmy fehlt. Frauen können schon richtig was anrichten. Meine Unterschrift. Da spielt Familie. Oh, gutes Bild. Gar keine Rolle mehr. Ja, also Familie ist für mich immer noch sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, es gibt Frauen im Leben, es gibt aber auch Männer im Leben, die einiges gut machen können und was auch immer. Jetzt in dem Fall war es vor allem meine Ex-Freundin und vor allem meine Mutter, meine Schwester. So, weiß nicht, ob man das so in der Familie macht, aber gut. Okay, habe ich alles? Jo, 30 Minuten noch. Wir freuen uns schon. Ja, warum dauert das länger als geplant? Warum ist das Kind noch nicht da? Wie ernst das ist, weiß ich selber nicht. Sie ist seit ein paar Stunden erst drin. Lea ist an 5 Kabel, glaube ich, angeschlossen. Jeder hat geschrieben, jedes hat sogar kommentiert. Demi hat sich gemeldet, aber leider zu spät. Mittlerweile hat es eine Grenze erreicht. Nee, Leute. Jimmy hat sich gemeldet, aber leider zu spät. Das ist neu. Wir haben im Trailer, haben sie letzte Woche gezeigt, Jimmy hat sich nicht gemeldet. Alle haben sich gemeldet, außer Jimmy. Und diese Folge haben sie auch bei dem Presserelease letzte Woche gezeigt, worüber alle geschrieben haben. Generell haben sowieso alle darüber geschrieben, dass ich meine Schwester nicht gratuliert habe. Erstens habe ich davon nichts erfahren, dass sie im Krankenhaus ist. Ja. Keiner hat mich angerufen, keiner hat mir was gesagt, keiner hat geschrieben, ey, Cheyenne ist jetzt im Krankenhaus, die Geburt fängt an. Finde ich schon mal wirklich sehr, sehr schade, weil zwischendrin hatte ich dann wieder ein bisschen Kontakt mit meiner Mutter, aber nur minimal. Aber immer Kontakt mit meinem Bruder gehabt oder mit meinem Vater und keiner hat es mir irgendwie gesagt. Daraufhin habe ich schnell meiner Schwester geschrieben, ey, alles Gute zur Geburt, obwohl ich natürlich sauer war, weil sie ja irgendwie direkt nach der Geburt aus dem Krankenhausbett gesagt hat, ich habe nicht gratuliert. Dann habe ich geschrieben, Glückwunsch zur Geburt, Grüße, habe dann gesehen, dass es nur ein Haken ist,
habe dann noch ein Fragezeichen geschickt, 12. Mai 2023, und habe dann gesehen, dass sie mich blockiert hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Auf jeden Fall hat sie mich da blockiert. Ich bin immer noch blockiert. Und deswegen hätte ich ihr gar nicht gratulieren können. Und zweitens wusste ich auch gar nicht, dass die steht. Und dann habe ich, Nino habe ich sogar am 11. Mai noch geschrieben, Glückwunsch und viel Gesundheit, Jimmy und Laura. Ja, und da hat er noch geschrieben, danke. Und oben ist noch eine ältere Nachricht, wo ich geschrieben habe, mach das dann auch bitte, ich habe mit dir ja kein Problem und ich weiß nicht, was die anderen für Probleme mit mir und meiner Beziehung haben. 7. Mai, da habe ich auch Nino geschrieben, ja. Also ich habe von der Geburt online erfahren, wegen eines Shitstorms, dann meine Schwester geschrieben, dann habe ich gesehen, dass sie mich blockiert hatte. Nino habe ich geschrieben und gratuliert, auch im Namen Laura, von Laura. Und aber krass, dass sie das geändert haben. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich ein paar rechtliche Schritte, Wege bin ich gegangen. Ich lasse es nämlich nicht mehr auf mir sitzen. Ich dachte, mit Ignorieren und so weiter funktioniert das irgendwann, wenn es den Leuten auch zu blöd ist, immer zu lesen, dass es immer wiederholt wird. Das ist ja immer dasselbe Thema. Und ich habe ja nie öffentlich was gesagt. Und sorry, dass ich jetzt gerade so ausschweife, aber ich finde es krass, dass sie das jetzt geändert haben. Wahrscheinlich wegen der Abmahnung vom Anwalt. Weil, wie man sieht, war eine Lüge, dass ich nicht gratuliert habe. Und jetzt haben sie es geändert. Hauptsache im Presserelease auch nochmal schön zeigen, dass ich anscheinend nicht gratuliert hatte. Wo es nicht mehr lustig ist. Wir sind bei einem Raum von meiner Emily. Die war meine beste Freundin, meine Schwester, die ich nie hatte, meine Bezugsperson. Oh, Emily, Liebe währet ewiglich, auch nach dem Tod. Let's go! Wie schade, dass man halt alles immer so offen verschlafen muss, ne? Ja, über mein PayPal habe ich jetzt durch Zufall gerade. Man hat sowieso kaum Privatsphäre. Warum soll ich dann noch privat meine Kamera, also auch noch eine Kamera dabei lassen? Also dabei haben. Sorry, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil es wirklich nicht so einfach ist, das für mich anzugucken. Aber ich möchte es tun, ich möchte euch sagen, was wahr ist, was nicht stimmt und halt auch ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Gerade gesehen, wird die ganze Zeit viel Geld abgebucht. Es geht bis November 2022. Das ist ein paar tausend Euro. Ich habe kein Handy. Darf dein Handy haben? Ich benutze doch mein Handy gerade. Oh. Bin gespannt, was das Thema ist. Ich hab gesagt, ich muss hier warten und im AW sitzen zum 10. Mal. Ich habe meinen Urlaub, wenn ich zu Hause bin von denen. Auf das Leben. Auf uns. Jetzt gehen wir auf Toilette und dann gehen wir endlich in den Club. Oh. As for your free blowjob. Du läufst weiter, Kollege. Mein Geburtstag ist bis jetzt die reinste Katastrophe. Shane schreibt gerade, ich sag heute Abend ab. Das ist natürlich dann der Worst Case. Dann werde ich mich von Cheyenne offiziell als Familienmitglied trennen. So lächerlich, Alter. Mime den Wurstsommelier und überzeuge die anderen, auch ein Stück zu probieren. Achso, du musst das essen. Familienmitglied trennen. Ich darf auch sagen, aber also ich wollte mich ja nicht als Familienmitglied trennen. Ich habe ja nur gesagt, ich sehe mich da beruflich nicht in Reality-TV-Formaten. Das ist das Einzige, was ich wollte, aber irgendwie kann man öffentlich und privat teilweise nicht mehr auseinanderhalten. Also ein Teil meiner Familie. Boah, da war wie so ein Haar. Ja, ich fand, das war auf jeden Fall ein Spiel für die ganze Familie. Ja, dann mal 5 Minuten. Voll viele Filter über die Gesichter. Ja. Oh, bist du ready? Ja. Cool. Auch ungesund, ich mach's nebenbei weg, bis in der Richtung. Reicht doch jetzt mal. Guckt mal, Leute. Das meine ich. Skandal, Skandal, ja, Skandal.
Richtig. Aber ich muss dagegen geschrieben. Nicht gegen meine Familie, nur gegen die Firma. Kann ich gar nicht lesen. Kindergarten. Er ist Kindergarten. Schade. Ich glaube, das ging so los während der Ausstrahlung der zweiten Staffel. Und dann Cheyenne irgendwas gesagt hat, er fand es nicht gut und das soll rausgenommen werden, aber das ist eigentlich verboten, dass man sagt, ey, das soll raus von jemand anderem. Das ist auch nicht mein Niveau. Der hat sich aufgeregt, dass wir uns halt am Anfang Kopf gemacht haben, dass es so schnell geht mit Laura, die Beziehung. Und es ist auch so. Dann wusste er aber noch nicht, dass, was später noch kommt. Also sorry, aber da heule ich doch jetzt nicht die ganze Zeit den beiden hinterher. Das ist mir auch wirklich echt zu anstrengend. Das hat auch nichts mit Einmischen zu tun. Wenn wir danach das gefragt werden, dann sage ich meine Meinung dazu. Die Meinung kann er auch äußern, ne? Die Serie ist auf keinen Fall schuld daran. Es ist hier kein Film oder eine Serie, die wir drehen, sondern eine Reality-Show. Er heißt ja jetzt auch nicht mehr auf Instagram Jimmy Blue Ochsenknecht, sondern nur Jimmy Blue. Der wird noch mal richtig auf die Schnauze fallen. Ich hieß auf Instagram, auf TikTok und Twitter schon immer Jimmy Blue. Ich hieße noch nie Jimmy Blue Ochsenknecht. Also das ist schon mal wieder eine Lüge. Ich habe meinen Namen nicht geändert. Ich habe mal überlegt, meinen Nachnamen zu ändern. Wegen dem ganzen Scheiß. Aber das ist der Nachname von meinem Vater. Meine Mutter heißt ja eigentlich gar nicht mehr so. Das ist ja eigentlich ein Künstlername, den sie noch weiter benutzt. Meine Schwester Ochsenknecht, mein Bruder Ochsenknecht. Und aber ich, das ist der Name meines Vaters. Das ist jahrelang aufgebaut mit harter Arbeit, dass wir diesen Namen tragen dürfen. Und mir tut es leid, meinem Vater gegenüber, habe ich ihm auch eine Sprachnotiz geschickt, was alles mit seinem Namen passiert, dass der so in die Scheiße reingezogen wird. Das finde ich nicht gut. Und deswegen habe ich gesagt, ich werde den Namen erhalten, weil es ist ein schöner Name. Der steht eigentlich auch für Erfolg und schöne Sachen, nicht für sowas. Das ist mein Gefühl, der wird immer richtig auf die Schnauze fallen. Wenn man irgendwie irgendwo sich filmen lässt und sich danach beschwert, ja, sorry, dass wir so zusammengeschnitten werden. So lächerlich, Alter. Könnte ich mich echt totlachen. Aber die... Ja, was soll ich sagen? Er wird auf jeden Fall wieder auftauchen. Das bin ich mir ziemlich sicher. Ich will seinen Alltag nicht sehen, ich will seine Storys nicht sehen. Sein möchte gern Happy Life, bla bla. Kannst du sowieso alles rausschneiden. Kann man so reden, der möchte gern Happy Life. Oder auftaucht. Ich bin ja nicht weg. Mich verklagen. Ja, da lasste. Hat auf jeden Fall so funktioniert, dass der Einsatz geändert hat. How can I be homophobic? My bitch is gay. Ich habe in vielen großen Häusern gelebt mit Pool im Haus und gerade dieser ganze Luxus. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich das nicht bin. Und diese Erkenntnis kam meistens, wenn ich auf der Toilette saß, weil die Toilette dann irgendwie immer auch schon außergewöhnlich war. Sind so ein paar Katscher da oben und da, das war mein Bruder. Der hat nämlich das zweite Mal nochmal drüber gestrichen, als ich eben nicht da war. Ich mag das lieber, so eine Höhle zu haben. Ich meine, meine Höhle ist auch nicht gerade klein. Aber ich finde, es ist trotzdem diese Gemütlichkeit da. Ich fühle mich da beschützt. Und ich habe mit dem Kamin angefangen. Ich habe auch vorher nachher Bilder. Und es sieht jetzt ganz anders aus. I'm just a nigga, until I fill my pockets. And then I miss the nigga. They follow me while shopping. Da wird tapeziert, da kommt das Wandbild hin. Das wird alles gestrichen. Habe ich hier meine Disco-Kugeln. Weil die Lampe ist eigentlich, hatte ich gekauft online und die war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Da kommt eine neue Lampe auf. Neuer Tisch kommt, den Teppich kriegt meine Mama. Diese Theke, die war ja ganz hässlich von hinten. Die habe ich natürlich auch beklebt mit dieser Folie. Was haltet ihr davon? Wenn ich vielleicht die Ränder auch noch so mache. Uli ist cool, den Oma auf. Ist das übertrieben? Also ich würde so lassen, wie es ist. Ja, aber ja klar. Sonst bist du geblendet jedes Mal, wenn du was zubereitest. Das nächste Ding, was wir jetzt machen? Ich baue jetzt hier den Badezimmerschrank auf. Ja, habe ich auch zwischendurch. Oh, Mama mia. Mach schön Parkett kaputt hier. Gar keinen Kontakt haben. Geht mir schon verschreckt der Schuh auf, ey. Oh. Warte, ich heb das, das ist schwer. Mama, lass, ich mach das. Der Teppich war hoch. Weiß ich doch. Du sollst aber nicht anfassen. Jetzt renovierst du deine Wohnung um? Lass mal tagsüber treffen oder so. Hallo? Das ist, guck mal, hier ist eine Scheißschmarre drauf. Na, wie hat das denn angefangen eigentlich? Also, wie habt ihr euch... Nee, das ist gar nicht der Rede wert, Leute. Das ist, ist überhaupt noch gar nicht der Rede wert. Fertig, aus. Verheimlichst du uns etwas, Sachen? Nein, nein, ich gehe nicht so sehr jetzt ins Detail. Oh, warum? Nee, weil so viel eine Riesenwelle draus gemacht wird, pressetechnisch. Wo kommt der denn her so urplötzlich? Echt? Sie reden was heißt, wo kommt der her? Über ihr Privatleben, weil sonst pressetechnisch eine Riesenwelle gemacht wird.
Ich möchte eigentlich auch nicht über mein Privatleben reden, weil ich nicht möchte, dass eine Riesenwelle darüber gemacht wird. Warum respektieren dann andere Personen nicht, dass sie über mein Privatleben reden? Weil darüber wird ja auch eine Welle gemacht in der Presse. Aber man selbst möchte es nicht. Das gibt es seit letztem Jahr, aber trotzdem war ich nur essen. Werbung, mies. Aber? Der Busch ist dicht. Das hab ich uns hier. Nee, da ist aber wirklich komplett, muss man die Heckenschere ran. Du, ich gehe immer noch regelmäßig zu meinem Frauenarzt einmal im Monat, damit alles frei gepustet wird. Also alles im grünen Bereich. Aber vielleicht kommt er jetzt. Wie viele Menschen haben einen Online-Stand und Natascha redet hier mit Beziehungen, die dauern? Das sage ich jetzt mal so. Also ich meine, das muss jeder Mensch für sich muss das wissen und Natascha ist halt so, wie sie ist, ne? Ja. Also wie geht's weiter mit euch beiden? Weiß ich nicht, erstmal schreiben. Also das Interesse muss schon so sein, dass man merkt, da hat einer wirklich Interesse. Oder ist es vielleicht schön, sich mit mir abends im Restaurant zu zeigen? Ein bisschen langweilig, aber... Und da bin ich sehr vorsichtig. Schön. Wo ist jetzt die Anleitung? Oh, da liegt sie. Ich dachte schon, ne? Das war mir zu harmonisch. Muss jetzt wieder ein bisschen Spannung machen. Investitionen. Von dem her, ich sollte schon mein Lebensprojekt und je früher, desto besser, sage ich mal. Also haben wir auch mehr Zeit, um zurückbezahlen. Komm jetzt wieder, jetzt muss immer wieder was passieren. Aber es ist auch so aufgebaut. Ne? Also ihr müsst auch wissen, eine Show muss immer Spannung haben. Wir hatten, es kann auch sein, dass mich Sky einfach verklagt. Weil ich habe schon mehrere Meinungen von denen bekommen, wenn ich irgendwas Schlechtes über die sage, dann gibt's auf den Deckel. Dabei habe ich nie ein schlechtes Wort öffentlich darüber geäußert, aber das mache ich jetzt. Weil das machen auch alle anderen. Warum darf ich denn nicht auch mal was darüber sagen? Ne? Die erste Staffel war dann nämlich zu harmonisch. Dann hatten wir ein Meeting bei der zweiten Staffel, vor der zweiten Staffel, die sie wieder kam. Die Leute wollen ein bisschen mehr, das ist zu harmonisch in der Familie. Wir haben in der zweiten Staffel gesehen, was denn abging. Und jetzt passiert ein bisschen was. Am Anfang Spannung, damit die Leute dranbleiben. Dann so ein bisschen Alltagsrelevanz. Dann gegen Mitte, Ende, das sage ich auch jetzt, wird es auch wieder ein bisschen spannender, dass man Bock hat auf die zweite Folge. Ja, muss ich dir nicht sagen. Was wisst ihr? Umgekehrt. Es kommt darauf an, dass wir Sachen finden, die wir wirklich brauchen und nicht einfach wieder unnütziges Zeugs. Was heißt wieder? Nachhaltig denken, alles verwenden und nichts doppelt kaufen. So ist die Devise. Mit dem zweiten Kind wird es natürlich... Philipp, wenn jetzt denkt, oh, guck mal, jetzt will er hier die Reichweite für seinen YouTube-Channel haben und so weiter und so fort. Deswegen macht er das. Ich sage euch, warum ich das mache auf meinem eigenen Kanal, weil ich es selbst in der Hand habe. Wenn ich eines gelernt habe durch diese Show, dann werde ich meine Ideen oder meine Sachen, die ich machen möchte, nicht mehr aus meiner Hand geben. Weil es wird genommen, dann macht jeder irgendwie noch sein Zeug dazu und so weiter, dann ist es ein komplett anderes Projekt. Zum Beispiel bei dieser Ochsenknecht habe ich ein Format geschrieben mit zwei Kumpels zusammen, mit Simon und Boggy, und haben das Sky vorgeschlagen. Und die hatten Bock drauf. Ja, also es beruht auf meinem Konzept. Das war Prank-Format mit ein bisschen Familie mit drin und so weiter. Und dann haben die zu mir gesagt, können wir nicht ein bisschen mehr Familie machen und ein bisschen weniger Prank. Und meine Mutter hat sich dann eingemischt, die hat dann mit Sky gequatscht. Nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war mir das auch egal. War da in einem ganz anderen Film, in einem Partyfilm, in einem Rush-Hour-Leben sozusagen. Dachte mir, komm, das wird schon passen. Ja, sieht man ja, was alles passiert ist. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich mache kein Interview darüber. Vielleicht werde ich noch ein Statement raushauen. Mal gucken. Aber ich werde kein Interview machen, weil die können es dann natürlich auch so drucken, wie sie Bock haben. Die können die Schlagzeilen so machen, wie sie Bock haben. Vielleicht mache ich auch zur zweiten Folge oder dritten Folge noch was, je nachdem. Aber deswegen habe ich das auf meinem YouTube-Channel. Es ist das, was ich sage, könnt ihr einfach so frei sehen. Macht Sinn, oder? Okay, immer wieder Hämmer. Okay. Okay, Uli, ziehen wir uns rein. Das wird lustig. Uli, bester Mann. Ja, Hallöchen. Da bin ich wieder. Langes her, wa? Heute werden wir Geschenke besorgen, weil es ist Nachwuchs mal wieder in der Pipeline von Cheyenne. Deswegen fahren wir jetzt gleich nach Neukölln in einen Spielzeugladen
Meinetwegen könnt ihr mitfahren, wenn ihr wollt. Ich kann mir vorstellen, zu wissen. Na gut. Ja, ich habe einen Führerschein vom Monat zurückbekommen. Erstaunlich. Aber ich habe ihn nie Auto fahren sehen. Also früher schon, als er ihn hatte, ja. Aber jetzt wieder neu. Weise. Na, ich hatte meinen Führerschein verloren, weil ich Gras im Urin hatte. Empfindliche Strafe. Wie alt war ich? 21 oder so und war noch nicht der hellste. Was aufs Geile ist, ich habe zugegeben, dass ich eventuell Gras im Urin habe. Dann war der Test aber negativ. Aber weil ich gesagt habe, ich habe was geraucht vor ein paar Tagen, das war mein Fehler. Richtig doof. Ich dachte eigentlich, ich muss eine Prüfung machen. Und dann, als ich aus dem Urlaub zurückkam, dann lag da schon mein Führerschein im Briefkasten. Jetzt ist es halt super geil, also ich fahre halt schnell mit dem Auto, man spart Geld, also weil man halt auch irgendwie dann abends mal mit so einem Carsharing nach Hause fährt und nicht unbedingt immer Taxi, U-Bahn ist mit. So, Cheyenne, Nino, Mutti, ich, Omi, Onkel, wir verstehen uns alle super, auch mit Fatih ist alles toll, mit Jimmy ist halt immer noch ein bisschen schwierig, aber ich habe mit ihm hin und wieder Kontakt. Erzähl doch mal, warum es bei uns zwischendurch auch schwierig ist. Bin gespannt, ob er das auch erzählt. Oder ob es einfach nur heißt, ja, er will seinen eigenen Weg gehen und der ist voll schwierig gerade. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und dem Rest der Familie ist der Kontakt immer noch abgebrochen. Ja, tatsächlich ist es so, je mehr Zeit natürlich ins Land geht, je mehr verhärten sich natürlich auch die Fronten. Irgendwann haben wir dann geschrieben und haben dann auch mal telefoniert. Und dann ist das aber irgendwie wieder in so eine Richtung gegangen vom Schreiben, was halt einfach auch Kacke war, ja? Richtig. Beleidigung. Einfach Beleidigung. Kreuz und quer. Nee. Ich habe meine Mutter niemals, in meinem ganzen Leben, habe ich irgendwelche Schimpfwörter gesagt oder beleidigt oder sonst irgendwas. Ich habe vielleicht ein bisschen gestichelt, wie mit Schwiegermonster hatte die Person recht zum Beispiel. Das habe ich mal gesagt und das trifft halt meine Mutter auch. Ja, also meine Mutter möchte immer so dieses perfekte Bild aufrechterhalten, von der Familie oder von sich. Da habe ich schon ein bisschen gepiekst, ja, aber sie wurde mir gegenüber sehr beleidigend, aber auch Laura gegenüber. Und meine Schwester übrigens auch, also ich habe hier, kann ich mal zeigen, die letzte Nachricht, die Cheyenne Laura geschrieben hat, das war über Instagram. Und daraufhin, warte mal, wo habe ich es denn jetzt? Ich habe es damals auch meiner Mutter geschickt, habe gefragt, ob sie das in Ordnung findet zu lassen. Dann hieß es, sie mischt sich da nicht ein. Hier. Meine Schwester, ihr beide seid die zwei peinlichsten Menschen, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Dass ihr beide noch lachen könnt und im Spiegel schauen könnt, spricht für sich. Und Jimmy kannst du gleich sagen, dass er ist narzisstisches Arschloch. Also ich lese wortwörtlich so vor, wie es hier steht. Und Jimmy kannst du gleich sagen, er ist narzisstisches Arschloch. Brauchst auch gar nicht antworten, habe euch beiden gerade eben schon genug Aufmerksamkeit geschenkt. Hier. Weiß nicht, ob man das so sieht. Das hat meine Schwester einfach random an meine Freundin Laura geschickt. Das ist zum Beispiel beleidigen. Sowas habe ich niemals geschrieben. Niemals. Und E-Mails habe ich von meiner Mama auch gekriegt, die in die Richtung gehen. Das kann ich euch auch gerne zeigen, aber ein Verständnis. Schwiegermonster. Ah ja. Ja, dass es wohl doch so ist. Sowas. Was ist daran beleidigend? Schwiegermonster, okay. Zu schreiben, ich weiß noch, wie er darunter gelitten hat, dass ich so betitelt wurde. Da war es für mich total offensichtlich. Und ihr wisst, wer Schwiegermonster in den Raum geworfen hat. Das hat erstens die eine Ex von meinem Bruder und meine jetzige Ex. Die hat Schwiegermonster gesagt. Die sind aber jetzt ja wieder Best Friends. Dass der Junge komplett fremdgesteuert ist. Das war nicht mehr mein Kind. Mein Sohn switcht innerhalb von einem halben Jahr als Mensch und vom Charakter komplett um 180 Grad um. Stimmt. Und deshalb kann ich das so gar nicht ernst nehmen, weil dann hätte er ja 30 Jahre was vorgespielt und das kann ja nicht sein. Ne? Ich sehe. Also es war, jetzt muss ich mal kurz einlenken. Also sie wirft mir vor, dass ich mich um 180 Grad geändert habe.
Ich habe mich um 180 Grad geändert, aber diese 180 Grad, das ist sehr, sehr positiv. Ich habe vieles in meinem Leben einfach laufen lassen, weil ich früher einfach alles auf dem Silbertablett serviert bekommen habe. Ja, es hieß immer, du glaubst nicht, passt, kommt überall rein, bekommt die Jobs hinterhergeschmissen, was auch immer, ich musste mich um nichts kümmern. Irgendwann hat es abgeschwächt, ja, irgendwann ist der Hype so ein bisschen runtergegangen, ist auch völlig okay. Da musst du erstmal selbst wieder so ein bisschen auf die Beine kommen. Musst vielleicht mal an die Tür anklopfen, fragen so, hey, wie sieht's denn aus? Habt ihr vielleicht eine Rolle für mich? Oder hey, ich will wieder Musik machen und so weiter und so fort. Habe ich aber nicht gemacht. Mein Ego war halt ein bisschen stärker als der eigentliche Weg, den ich einschlagen wollte. Weil ich dachte mir, das wird schon passen, wird schon passieren und was auch immer. Ich habe sehr viel Party gemacht, ja, mit auch ein bisschen Konsum hier und da, will ich gar nicht so tief eingehen. Und da war ich irgendwann nicht mehr ich selbst. Ja, ich wurde dann schon auch irgendwann unglücklicher. Vor allem zu der Zeit, als ich dann mit meiner Ex-Freundin war und so weiter. Ich wurde immer unglücklicher und ich wollte dieses perfekte Leben nicht mehr aufrechterhalten. Ja, also da, wo sie jetzt zum Beispiel gesagt hat, ich bin nicht mehr der gleiche und so weiter, ich habe halt auch zum Beispiel gekifft, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich dann teilweise immer nüchtern war. Und da, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich will von meinem Partyleben weg, möchte mich auf meinen Job konzentrieren. Und mein Job ist da, wo ich herkomme, was ich vermisst habe. Musik und Schauspielerei. Und nichts mit Reality. Und dann habe ich denen gesagt, habe gesagt, das ist nicht meins. Habe nie gesagt, ich möchte mich von der Family trennen. Ich habe nur gesagt, das ist nicht mein Weg. Und ich möchte den Weg gehen, an den ich mich für mich vorsehe. Und das ist einfach, ja, dann relativ rabiat gewesen. Ich werde den Weg wahrscheinlich so oder so einschlagen. Hätte aber länger gedauert. Ich bin sehr froh, dass ich eine Frau an meiner Seite habe, die mich auf meinem Weg unterstützt, die das verstanden hat. Alleine wäre es wahrscheinlich nicht so gegangen. Ich war, war sehr schnell und easy damals zu beeinflussen. Jetzt nicht als Frau zusammen, sondern davor. Und habe mich da ein bisschen von beeinflussen lassen. Als ich gesagt habe, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache jetzt meinen Weg, hieß es, ich bin ein narzisstisches Arschloch oder ich drehe durch oder habe mich um 180 Grad gewendet. Ich wollte weg von diesem Partyleben, ich wollte weg von diesem unstrukturierten Leben, wo ich spontan dann sagen konnte, oh komm, ich gehe jetzt nach Österreich, komm, ich fliege jetzt dahin, was auch immer. Ich wollte wieder einen festen, richtig coolen Job haben, wo ich stolz darauf sein kann. Nicht nur Social Media Kooperation, nicht nur Reality. Das ist das, was ich machen wollte. Und dafür muss man sich ändern und auch ablösen. Und ich finde, es ist in einem gewissen Alter, ich jetzt bin jetzt 30, ist es völlig okay, sich abzulösen von seiner Familie und zu sagen, du, ich möchte mit der Familie keinen Streit haben. Ich sehe mich aber nicht beruflich da, wo ihr euch seht. Das war das Einzige, was ich machen wollte. Und das so negativ hinzustellen, ja, manche brechen mal aus und was auch immer. Brech nicht aus, ich will meinen Weg gehen. Okay, vielleicht breche ich aus, ich wollte meinen Weg gehen. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass respektiert wird. Jedes Jahr an seinen Sätzen. Ich hatte das Gefühl, einer hat ihm das Ganze diktiert. So kam mir das vor. An wem? Ja, wenn ich das wüsste, ne? Die Person, die wahrscheinlich an seiner Seite war in dem Moment. Ich bin jetzt hier gerade allein übrigens. Wer könnte das gewesen sein? Oh, ich glaube, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, ne? 5 Tage bin ich alleine und ich mache die Reaction ganz allein. Hier ist keiner, der mir irgendwas vorsagt oder diktiert. Völliger Schwachsinn. Ich würde mal sagen, das wäre vielleicht seine Freundin gewesen. Mhm. Ich habe auch leider keinen Kontakt. Und es ist ja in Ordnung, wenn er sich da zurückhält. Egal aus welchem Grund, wie auch immer, dann lasse ich ihm die Zeit. Ich kann es doch gar nicht ändern. Ich kann doch überhaupt nicht provozieren, um irgendwas mit ihm Kontakt zu haben. Das mache ich absolut nicht, halte ich mich raus. Ich habe halt schon so viele Sachen auch erlebt. Deshalb weiß ich da auch anders mit umzugehen. Für Cheyenne ist es komplett eine neue Situation. Die hat sowas noch nie erlebt in unserer Familie, ne? Ja, in unserer Familie war alles gut. Ich bin gespannt, ob er zur Geburt gratuliert. Wahrscheinlich nicht. Er hat Nino nicht zum Geburtstag gratuliert, mal wir auch nicht. Ich habe ihm das jetzt schon zweimal gesagt, auch wenn er mit uns Streit hat oder ganz mit kurz, Nino. Wer hat mir denn zum Geburtstag gratuliert? Also vor 2 Jahren schon nicht. Und zu Weihnachten. Niemand. Niemand hat mir gratuliert. Niemand hat mir an Weihnachten. Letztes Jahr hat mir, glaube ich, meine Mutter an Geburtstag geschrieben. Habe ich auch geantwortet. Dankeschön. Aber sonst niemand, nicht mal mein Bruder. Und ich war derjenige auch von, also nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, der Wills angerufen hat über FaceTime, gratuliert hat zu Weihnachten oder was auch immer. Vor Weihnachten gewünscht hat und letztes Jahr auch. Verstehe nicht, warum das immer ich sein soll. Warum soll ich denn immer an Weihnachten oder was auch immer anrufen? Macht doch auch keiner von euch. Ich weiß nicht, warum ich denn immer. Streit hat, es ist egal. Er muss mir nicht schreiben oder fragen, wie es mir geht, aber er kann trotzdem mache, fragen und schreiben, wie es mal wie geht. Mittlerweile hat es eine Grenze erreicht oder hat er
Sachen getan, wo es nicht mehr lustig ist. Er schießt ja auch irgendwie die ganze Zeit plötzlich auch gegen Nino, ist Nino entfolgt, ist uns allen entfolgt. Nino zu entfolgen, das ist der liebste Mensch auf der Welt auch. Nino ist der liebste Mensch der Welt, ja. Also nicht ganz, aber ich habe niemanden einfach so entfolgt. Meine Schwester hat mit sowas erst angefangen. Ich habe keine Lust dann gehabt, dass die mir dann irgendwie folgen. Hat dann teilweise mein Profil auch auf privat gemacht. Ich wollte nicht, dass die sehen, was ich mache, um das dann wieder öffentlich beizutreten. Und das ist auch mein gutes Recht. Ich kann mit meinem Profil machen, was ich möchte. Auch wenn ich meinen Namen nicht geändert habe, hätte ich das auch machen können. Ich kann damit machen, was ich möchte. Aber hier nochmal ganz kurz zu, warum ist er auf Nino losgegangen? Denn ich habe ihn dann, ich bin nicht auf ihn los, ich habe ihm nur geschrieben, er soll mal mit Cheyenne reden und so weiter. Wegen der Nachricht, die er Laura geschrieben hat. Und dann hat er gesagt, ich bin der absolute falsche Ansprechpartner für den ganzen Kindergarten. Er ist ziemlich ausdrücklich von dem ganzen Bullshit, den ihr da macht. Was mich aber schon angeht, ist, dass du keinen Zentimeter in das Zuhause meiner Familie mehr treten wirst, damit das auch für dich klar ist. Okay, das heißt, ich habe dann dort Hausverbot bekommen. Ich habe dann am Ende nochmal geschrieben, weil er meinte, er ist da, alle halten sich ja raus. Wenn ich sage, kannst du mit Cheyenne reden, kannst du mit meinem Bruder reden, was auch immer, halten sich alle raus. Aber alle reden über mich und mischen sich ein. Aber wenn ich sage, könnt ihr das mal bitte machen, sagt jeder, das ist nicht deren Senf, was auch immer. Ich habe dann am Ende geschrieben, mach das dann auch bitte, ich habe mit dir ja kein Problem und ich weiß nicht, was die anderen für Probleme mit mir und meiner Beziehung haben. Ja. Da habe ich ihm sogar noch was Nettes geschrieben. Und der letzte Kontakt war halt dann die Gratulation zur Geburt. Der so eng mit Jimmy war und das hat Nino total auch verletzt, ne? Ich habe ihn halt wirklich, also kann ich, gell, du weißt es, ich habe ihn eigentlich so vom Herzen geliebt. So, also, du war jetzt naja, du hast ihn über deinen Bruder gestellt. Ich habe ihn wirklich gern mögen und ich bin mir jetzt halt nicht mehr so sicher, ob es bei ihm vielleicht nur oberflächlich war, dass er mich geduldet hat und wenn ich dabei war, war halt alles cool. Es warum ist halt schwierig, wenn man sagt, es ist ein Reality-Format und es ist alles echt und was auch immer. Leute, es ist eine Show. Es ist eine Show, hier geht es um Umsatz. Hier geht es um Presse, hier geht es um Reichweite, alles Mögliche. Darum geht es. Hier geht es nicht um Wahrheiten oder was auch immer. Weil das, was sie über mich sagen, das sind komplette Unwahrheiten. Und ich kann noch mehr erzählen. Ich könnte stundenlang darüber erzählen, aber ich möchte nur die Reaction machen. Digga, wir sind schon jetzt hier über eine Stunde fast am Start und haben noch 15 Minuten zu gucken. Denkt dran, Leute. Television. Tell a vision. Heißt auf Deutsch, erzähl eine Vision. Wie ich auch da mit drin bin, weiß ich selber nicht ganz genau. Vielleicht habe ich was falsch gemacht, kann sein. Aber dann sollte man das persönlich direkt ins Gesicht sagen. Es geht nur darum, warum ich da mit reingezogen werde. Ich glaube, dass es deswegen ist, weil ich einfach in der gleichen Rolle war wie Laura. Warum wurde ich so gut aufgenommen? Warum hat bei der Hochzeit niemand was gesagt? Bei der Beginn? Boah, da könnte ich nicht drehen. Und warum haben anscheinend Leute Probleme mit Laura? Warum das bei mir nicht so ist? Weil du einfach dich nicht scheiße, also sorry, du verhältst dich einfach ganz normal, du verhältst dich nicht scheiße. Jimmy beschwert sich, dass wir Laura nicht aufnehmen in der Familie, dass wir sie so direkt abstoßen. Dann sollte er sich vielleicht mal vor Augen halten, wie er Nino aufgenommen hat, und zwar gar nicht. Also der Nino war für ihn bestimmt ein Jahr Luft, der hat den gar nicht beachtet, wollte mit Nino gar nichts zu tun haben. Nicht, dass ich das jetzt deswegen mit Laura mache, sondern Jimmy hat einfach eine total falsche Wahrnehmung. Sie hätte sich auch mehr bemühen können, dass sie mit uns mal irgendwo essen geht und uns mal kennenlernt. Erstmal habe ich Nino nach ein paar Monaten erst kennengelernt. Okay, da wusste ich gar nicht, was da lief. Dann, ja, ein neuer Typ an meiner Schwester an der Seite, großer Bruder. Natürlich auch auf, was da für ein Typ kommt. So. Und dass ich einen Scheiß auf ihn habe, Nino weiß ganz genau, ich habe eine große Klappe und sage, ja, wenn er das macht, dann soll er aufpassen. Trotzdem habe ich ihn in die Arme genommen, habe ihn kennengelernt und wir hatten so eine geile Zeit, als die zusammen in die Wohnung gezogen sind. Da war ich fast jeden Tag da und ich habe mich wirklich sehr gut mit ihm verstanden. Und ich finde es auch gut, dass Danilo sagt, ich verstehe nicht, warum Laura alle so behandeln und was auch immer. Laura hat keine Scheiße gebaut. Vielleicht ist sie manchmal forsch, vielleicht macht sie mal doofe Sprüche hier und da. Das macht meine Schwester und meine Mutter doch auch. Wo ist das Problem? Stehe ich nicht, aber dann zu sagen, ein Jahr habe ich Nino nicht mit dem Arsch gebracht oder was gerade jemand sagt, das ist dumm. Verstehe es einfach nicht, wo kommt es her? Wo zieht sie sich das aus der Nase?
Das ist auch nie passiert. Dazu kommt ja auch noch der Punkt, da das an der Hochzeit dann die Verlobung irgendwie announced worden ist. Verlobung, ja, das announced. Kam halt auch nicht gut rüber, ne? So, die Verlobung. Wo haben wir denn den? Die Verlobung war eigentlich auf der Hochzeit geplant und das war die Idee von Cheyenne. Die Idee, Verlobung auf der Hochzeit zu machen. Und zwar war Cheyennes Idee, schmeißt einen Blumenstrauß und ich stehe hinter Laura dann schon auf den Knien und gebe ihr dann den Ring. Ich muss ein bisschen hochscrollen, ist ja schon ein bisschen länger. Ja. Das wird gefilmt, der Blumenstraußwurf, und dann hat gesagt, lass uns was einfallen. Hat sie, okay, denkst du, sie sagt ja? Hat sie geschrieben, hat gesagt, safe, möchte unbedingt. So, und dann hat sie gesagt, bist du ganz sicher, dass du schon früh machen willst? War nicht eine Vorkollege mit so einem Lachsmiley. So, aber ich finde die Nachricht nicht. Tut mir leid, ich dachte, ich habe die Nachricht hier, wo sie das hat. Aber auf jeden Fall hat sie mir dann einen Tag vorher, wo ich schon den Ring besorgt hatte, mir gesagt, sie möchte es doch nicht an der Hochzeit haben, was sie für Planung reingesteckt hat. Da habe ich gesagt, okay, an der Hochzeit mache ich es nicht. Und fertig. Ich habe es dann vor der Hochzeit gemacht und wir wollten ja auch nicht, dass das gefilmt wird. Ja, wir wollten die Verlobung ja für uns behalten. Es wurde halt dann mitgefilmt, ohne dass wir es wussten. Und Laura hat den Ring dann nicht so provokativ rüber, also gezeigt, wie es dargestellt wurde, aber hat es dann gezeigt. Da fing halt der Unmut an, weil dann natürlich die ganze Aufmerksamkeit bei Jens Erachtens uns war, was aber nicht gestimmt hat. Ja. Vielleicht habe ich es ein bisschen durcheinander geredet, das wird jetzt immer später, sorry. Da stehe ich auch zu und das war auch bei uns in der Familie, dass wir alle gesagt haben, es hätte halt nicht sein müssen, wenn alle gratulieren, dass die beiden sich dann dahinstellen und Laura Cheyenne, wo alle gratulieren und sie hat noch nicht mal gratuliert, hat einfach nur den Ring hingehalten, ganz dicht vor die Nase. Und das fand ich absolut unpassend. Das stimmt halt auch nicht. Das gehört disrespektlos. Das stimmt, wir haben auch gratuliert und wir haben in der ruhigen Minute hat dann Laura Cheyenne. Nee, ist Laura zu ihr hin und hat ihr das dann gezeigt. Ja, wir wollten das dann auch natürlich ein bisschen zeigen. Also halt der Jan gegenüber und halt zeigen, so, wir haben es gemacht und fertig, dann ist das Thema jetzt erstmal durch. Und vielleicht war es ein falscher Zeitpunkt an dem Tag. Vielleicht war das auch wirklich mein Fehler. Ich dachte, das wäre okay gewesen, weil es Cheyennes Idee war. Sie wollte es dann nicht an der Hochzeit haben, habe ich ja dann nicht gemacht, sondern, also nicht am Hochzeitsort, sondern halt davor. War vielleicht ein dummer Fehler, das an diesem Tag zu machen. Leid, aber das dann so auszuschlachten und zu sagen, seitdem alles irgendwie kacke ist und wir so gestört sind und was auch immer, finde ich, ist auch ein bisschen übertrieben. Und es hat auch niemand richtig zur Verlobung gratuliert. Also wirklich nicht. Weder an dem Tag, noch danach, was auch immer. Und zum Beispiel im Vergleich bei Lauras Eltern, wir kamen dann an, zurück und die hatten schönes Essen für uns vorbereitet und man hat sich da einfach wohlgefühlt. Man hat einfach gesehen, die freuen sich vor uns. Und es waren es einfach nur Todesblicke, als ob wir irgendwie jemanden erstochen haben. Ich glaube auch tatsächlich, da ist Eifersucht im Spiel, Neid im Spiel. Weil Jimmy ist schon ein totaler Familienmensch, mit Kind, mit Frau. Der hat sich das alles immer so schön vorgestellt. Und das hat er jetzt alles nicht. Aber Nino und Cheyenne haben das. Und das ist ja noch viel schlimmer, weil ich habe immer darauf geachtet, dass es kein Neid in meiner Familie gibt. Plötzlich habe ich das Gefühl, geht es so in diese Richtung. Diese Eifersucht, die haben das, was ich nicht habe, was ich eigentlich gerne hätte. Und das ist natürlich übel. Also erstmal will ich in meinem Leben nichts erzwingen. Natürlich habe ich Wünsche, die Frau meiner Träume zu heiraten und wirklich eine Familie zu haben. Ja? Aber da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ich freue mich für meine Schwester, dass sie da glücklich ist. Auch alles okay. Ich habe die beste Frau an meiner Seite, die ich jemals hatte. So, ich liebe diese Frau wirklich über alles. Und ich konzentriere mich auch auf meine Sachen. Ich bin nicht eifersüchtig oder neidisch und ich war noch nie, ich bin ein bisschen eifersüchtig in meiner Beziehung, aber ich bin nie anderen gegenüber eifersüchtig und wenn ich eins auf gar keinen Fall bin, dann bin ich neidisch. Neid gehört nicht in meinem Wortschatz. Niemals. Ich gönne jedem, ich habe jedem, also fast jedem immer geholfen und so weiter. Und finde ich schade, dass man sowas sagt. Meine Mutter kennt mich. Ich bin auf sowas, ich bin da nicht neidisch. Ich freue mich für die, natürlich. Ich bin einfach nur sauer, was mit mir in der Öffentlichkeit gemacht wird, dass ich Jobs verliere.
ja, man rufschädigend ist, das alles Mögliche. Das ist das, was die mit mir machen. Deshalb bin ich so, wie ich bin. Und ich habe auch schon versucht, mich an den Tisch hinzusetzen, mit denen zu quatschen, aber funktioniert dann einen Tag und am nächsten Tag sind sie dann auch wieder gleich. Ich will nicht sagen, dass ich hier der Perfekte bin. Ich habe wirklich auch ein paar Fehler gemacht. Aber ich rede öffentlich nicht schlecht über meine Familie. Jetzt sage ich einfach nur die Wahrheit. Ja? Ich möchte jetzt hier niemanden beleidigen oder was auch immer. Ich möchte einfach nur das klarstellen, was sie über mich sagen, was daran stimmt und was daran nicht stimmt. Und ich finde es mein gutes Recht, zu sagen, ich bin eifersüchtig, neidisch. Ich habe meinen Namen geändert auf Instagram. Also Social Media ist für mich nicht Prio Nummer 1. So. Dass ich mich um 180 Grad gewendet habe, nicht mehr der gleiche bin, was auch immer die alles erzählen, ist doch, warum macht man sowas in so einer Show? Ja, okay, ich weiß, warum man das in so einer Show macht, aber macht man doch nicht mit einem Familienmitglied. Da hätte ich schon längst, wenn meine Schwester das machen würde mit der Freundin von meinem Bruder, würde von mir echt eine Ansage bekommen. Ich weiß nicht, sind die glücklich, wenn sie meine Beziehung zerstört haben? So glauben die nicht, dass Laura und ich kurz vorm Trennen waren, mehrmals. Natürlich waren wir das. Weil es eine Belastung für sie kennt das nicht. Und das ist eine Belastung für mich. Für mich ist das Schlimmste, meine Frau so traurig zu sehen, dass sie von meiner Familie, ein Teil von meiner Familie, nicht akzeptiert wird. Es tut mir wirklich im Herzen weh und das hat sie nicht verdient. Und es wird ja auch immer gesagt, Jimmy Blue, kein Kontakt mit der ganzen Familie und Streit mit der Familie. Ich habe nicht Streit mit der ganzen Familie. Ich habe Streit mit meiner Mutter, mit meiner Schwester. Und zwei Leute aus meiner Familie. Das ist nicht meine ganze Familie, das ist ein Teil meiner Familie. Von wie? Ich frage mich, wie der abends schlafen gehen kann. Also wie kann so ein Mensch schlafen? Ganz schwierig, weiß ich nicht. Kannst du euch sagen, wie ich in der Zeit, die letzten zwei, drei Jahre richtig nicht geschlafen habe? Extrem scheiße. Ich habe seit ein, zwei Jahren richtig, richtig Haarausfall bekommen durch den ganzen Stress. Ich konnte nicht schlafen, weil ich nicht wusste, was am nächsten Tag schon wieder für eine Schlagzeile ist, was als nächstes schon wieder über mich oder meine Beziehung geredet wird, was als nächstes schon wieder aus der Nase gezogen wird und erzählt wird, was ich schon wieder für ein Arschloch bin, was auch immer. Ich schlaf scheiße, mir ging es psychisch richtig, richtig schlecht. Die denken immer, ach, ich schlaf da, ich mache Halligalli und so weiter. Nein, lasst mich auch alles. Ich kann es nicht. Er wird schon selber merken, was er verloren hat jetzt. Ich meine, er hat seine ganze Familie nicht mehr. Also, genau. Mal gucken. Er ist auch eine Lüge. Ich habe nicht meine ganze Familie nicht mehr. Ich habe meinen Bruder, ich habe die Frau. Ich habe meinen Bruder, ich habe meinen Vater. Ich habe die Frau von meinem Vater, die auch wirklich eine tolle Frau ist. Und die einzige, die ich jetzt gerade halt nicht habe, ist vor allem meine Schwester und meine Mutter. Aber möchte ich jetzt gerade auch nicht, was die alles öffentlich machen und zwar, ich weiß nicht, wie das, ich habe denen auch gesagt, der erste Schritt für die Besserung wäre erstmal, dass die ein halbes Jahr schaffen, nicht über mich öffentlich zu reden. Haben sie nicht. Wann er drauf kommt? Also wenn ich ehrlich bin, wird es wahrscheinlich so lange sein, wie Laura wahrscheinlich bei Jimmy im Leben ist, ne? Schatz, ich liebe dich. Und ich werde es dir nicht recht machen, dass wir uns trennen wegen so einer öffentlichen Scheiße. Dass jederzeit so sein kann, dass wir uns krank, also dass sie was heißt. Aber wenn es einem Familienmitglied so schlecht geht und auch bei einer Geburt Blut verliert, was auch immer, oder meiner Mutter nicht gut geht, was auch immer, dann bin ich da. Dann kann man auf mich zählen. Egal, was da für eine Scheiße passiert ist, was auch immer, wo ich so einen Kragen habe und mir denke, das wird niemals wieder gut. Außer wir reden halt öffentlich darüber oder sehen es ein, was sie für eine Scheiße hat. Bloß mir hat keiner Bescheid gesagt. Finde ich schade. Ja, dass sie ins Krankenhaus muss, ne? Um Kaiserschnitt zu bekommen. Die Schuhe hat meine Mama auch, glaube ich, zig Jahre. Morgen werde ich, und das schwöre ich euch, aufgeregter sein als wie beim Kaiserschnitt. Hoffen wir einfach mal, dass auch alles gut geht. Ja, mal gucken. Die Kette, die meine Schwester da trägt. Ja, sorry, ich möchte jetzt nicht so mit Geschenken flexen, ja, aber. Weil sie ja sagen, dass ich so ein Arschloch war und was auch immer. Die habe ich meiner Schwester zu Weihnachten geschenkt. Eine echt Goldkette mit einem kleinen Diamanten mit so einem Zeichen, der Pinky Promise. Jetzt hat sich meine Schwester und unsere Cousine an der Seite tätowieren lassen und es war so eine Hommage an deren Freundschaft, was sie hatten. Und
weil ja immer nur das Negative erwähnt wird, würde ich auch mal schon Positives erwähnen. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Also Fazit, es wurden sehr viele Unwahrheiten verbreitet. Es wurde jetzt in der Folge tatsächlich was geändert. Und zwar hieß es ja immer, ich habe nicht gratuliert. Jetzt hieß es, ich habe gratuliert, bloß zu spät zur Geburt. Dann hieß es noch irgendwie in der Pressemitteilung, dass Gläubige an mich suchen oder was auch immer. Was auch nicht stimmt, das war jetzt in der Folge nicht drin. Vielleicht haben sie es rausgenommen, weil es halt wie gesagt eine Lüge war und ich rechtlich dagegen vorgegangen bin. Und wie ihr seht, muss es rausgenommen werden, weil es war eine Lüge. Und von daher ist es bisher draußen. Ich gucke dann das nächste Mal in die zweite Folge rein. Und wie gesagt, es ist alles nur meine Meinung. Ihr könnt damit tun und lassen, was ihr möchtet. Ich finde es mein gutes Recht, dass ich mal darauf antworte, dass ich auch gewisse Sachen auch dazu sage. Und bitte versteht, dass dieses Reality nicht Reality ist, sondern es ist ein Geschäft, es ist ein Business. Damit wird richtig, richtig Geld gemacht mit solchen Unwahrheiten und vor allem Reality-TV. Ja, ihr seht ja, überall online ist immer Stress, im Fernsehen ist immer Stress, immer Clickbait hier und da und was auch immer. Streit läuft halt einfach sehr, sehr gut, verkauft sich sehr, sehr gut. Es ist eine Art Businessmodell. Es ist einfach sehr, sehr schade, dass ich derjenige bin, der da öffentlich so gebasht wird und fertig gemacht wird, weil ich habe es meines Erachtens nicht so verdient. Ich möchte einfach nur meinen Weg gehen, wäre ich auch gerne mit meiner Familie gegangen, bloß die wollten halt, dass ich weiter in der Show bin. Für die war das wie so ein Scheiße, die Show bricht zusammen, was auch immer. Von daher respektiert einfach bitte das, was ich gesagt habe. Ihr müsst es nicht verstehen. Wahrscheinlich werden hier sehr viele wieder drinnen mich beleidigen. Wahrscheinlich wird meine Family oder meine Ex auch wieder öffentlich dazu was sagen. Aber mir war es jetzt irgendwie sehr, sehr wichtig, das nochmal zu erwähnen. Das war jetzt über eine Stunde. Kann sein, dass ich mich manchmal wiederholt habe. Aber ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass es auf meinen Rücken ausgetragen ist. Oder wurde und wird. Ich hoffe, das könnt ihr auch verstehen. Und ich möchte niemandem wirklich was Böses. Ich möchte einfach nur respektieren, dass ich in meiner Beziehung sehr, sehr glücklich bin. Und vielleicht habe ich mich ein bisschen geändert, aber für mich, meines Erachtens, im positiven Sinne, sehr viel zu tun. Ich habe sehr viel in Planung. Freue mich über die Zukunft. Und werde bloß nicht alles immer sofort in die Öffentlichkeit oder auf Social Media teilen, was ich so plane und mache, weil ich Angst habe, dass Leute böse Augen machen. Also Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, gebt euren Liebsten mal. Bis dann.